Willkommen zurück bei Divinity Original Sin 2. So, ab zurück in diese dunkle Höhle, in der Hoffnung, dass wir hier in die Katakomben kommen. Denn das sieht ja schon so aus. Allerdings versperrt mir eine Barriere den Weg. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwie durchkommen. Nein. Können wir nochmal mit ihm reden hier? Hey, hey you. Let me see what you've got under there. Go on, go on. Show me your... Also hör mal. Nein. Von diesem Schwein abwenden. Nee, ich glaube, wir brauchen den, damit er uns hier irgendwie reinlässt. Packer. Ich wusste es. Du Ferkel. Du bist ein Ferkel. Ein Ferkel bist du. Seine kindischen Kommentare ignorieren und ihm sagen, dass du von einem Schatz weißt, der hier vergraben ist. Verlange zu erfahren, wo er liegt. Ihm sagen, dass er eine letzte Chance hat, seinen Ton zu mäßigen, andernfalls wird er es bereuen. Du hast genug gehört, er ist ein toter Mann. Den Armleuchter zufrieden lassen. Hier das mit dem Schatz, erstens. Oh. Why are you still speaking? How awkward. See, the thing is, just stop. No one cares what you have to say. Ihm sagen, dass er eine letzte Chance hat, seinen Ton zu mäßigen, andernfalls wird er es bereuen. Still opening that mouth of yours, are you? Careful with that. I quite like the look of it. How awkward. See, the thing is, just stop. No one cares what you have to say. Until next time. Ich komme ja nicht hier rüber, ne? Das ist deswegen. Ah, na! 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 Welch gemeine Illusion. Oh, ich gehe kaputt. Das gibt's doch nicht. Das hätte ich nicht gedacht. Das ist doch die Höhe. Geht's da tatsächlich weiter? Ich habe mich schon gewundert. Okay, gut. Gut, schön. Schön. Lass uns mal drüben lang gehen. Da ist noch ein Fliegenpilz. Und ein paar Kisten. Wie sieht's denn bei Ihnen im Rucksack aus hier? 84 schon wieder. Moment. Ich gebe das mal alles wieder an Sibylle, die hat die ganzen Sturmbringe, die ganzen Waffen und so weiter. Achso, das ist ja dieser inaktive Läuterungsstab. Besser als ihr. Ach so, die hat noch gar keins. Oh, okay. Oh, schön. Na gut. Hat sie da mal was Neues? Verschlissene Hose. Ich will immer verschlissene Hose sagen. Verschlissene Hose. Kann ja auch mal die Pfeile nehmen. Ich meine, sie ist die einzige mit... Na gut, die hat eine Armbrust. Kein Pfeil und Bogen, aber es passt schon. Normalerweise wäre es klug, wenn der Rote Prinz das ganze Zeug schleppt. Er kann ja 190 mit sich rumschleppen. Lose 120. Huch. Aber ich weiß nicht, ich sammle immer erstmal alles lieber mit dem Hauptcharakter. Ich weiß nicht, warum. Ich... Ist halt so, kennt ihr wahrscheinlich. Didn't I tell you to leave? Wasn't I clear that you're not welcome here? You can't teach a fool anything. Die heißen alle so wie der. Haben aber unterschiedliche Stats. Oh, Börschchen, hör mal zu. Klatsch, klatsch.
Nummer 1. Oh, Nummer 2. Ich glaube, der begegnet uns trotzdem wieder, auch wenn ich den jetzt hier umhaue. Sibylle, oh, die können eigentlich hier oben mal die klar machen. Ui, ui, nicht schlecht, Alter, nicht schlecht. Boah, Respekt. Jawohl, die haut ordentlich was rein. Gucken, was der Prinz gleich raushaut. Jawohl. Na doch, der kommt schon noch dran. Regen. Kommt noch was? Ja. Hat überlegt. Überlebt. Überlegt. Nein. Das ist sehr klug, wenn es schon regnet, noch so einen Wasserballon zu schmeißen. So, jetzt haut ihr meinen Prinz mal ein paar rein. Mehr nicht? Schnipp, schnapp. Und Body ab. Geh mal hier hoch zu dem. Den hier oben macht Sibylle schon klar. Der braucht bloß noch einen Schuss. Daneben. So. Sibyllchen. Zack. Nummer 1. Jawohl. 1200 EP. Cool. Zack. Fehlt auch nicht mehr so viel, bis wir wieder mal ein neues Level haben. Trifft sie ihn hier auch? Ja, macht sie. Die kriegt aber auch immer was ab hier, Sibylle. Hä? Niedergeschlagen? Ach so, der ist auf dem Eis ausgerutscht, oder was? So, Börschchen. Weg mit dir. Jawohl, sehr gut. So, das war's mit denen. Guck mal, die kann ich gar nicht looten. Und der liegt auch nicht da. Ah, da wird immer wieder auftauchen. Da schon mal die erste. Ach so, hier ist die erste Ziertruhe. Okay, wir arbeiten uns also wahrscheinlich langsam von Schatz zu Schatz. Pathetic boy. This isn't some game. In what world does treasure simply appear from on high? In meiner Welt, Klugscheißer. Poor, poor fool. Du behandelst deine Gäste hier aber nicht nett, also muss ich mal sagen, ne? Arschkopf. Wir sehen uns wieder. Könnte ich wetten. Da geht's runter. Oh. Das ist wahrscheinlich so eine Quelle, wo ich mich drin suhlen kann. Oder? Komme ich da rein? Ne, wahrscheinlich nicht. Da ist eine abgenutzte Truhe. Bringt ein bisschen Geld. Ich versuche immer alles mitzunehmen. Ich freue mich schon auf Elex. Versuche ich auch dann so gut wie es geht mit allem möglichen durchzuzocken. Da habe ich richtig Bock drauf. Ey. Endlich wieder ein geiles Piranha-Bytes-Spiel. So, aber erstmal hier weiter. In Divinity. Auch ein super geiles Spiel bis hierhin. So. Okay, muss ich jetzt hier Rätsel lösen oder was? Wer hockt denn da? Achso, da hockt Stuhl. Ich dachte, da kniet jemand. Das sah gerade so aus. Okay. Geheimnisvoller Raum. Da ist eine Holztür.
Ich bin jetzt mal so naiv und hier ist auch eine Tür, da ist aber nichts dahinter. Da ist ein Spiegel. You see yourself in the mirror. It's quite a sight. Schnauze. Falle. Falle. Nein. Okay, ein paar Handschuhe. Ja, könnten wir sogar anziehen. Sind sogar besser als unsere. Hat sie bitte schon Handschuhe an? Die hat schon bessere an. Die haben alle schon bessere an. Dann ziehen wir die mal an. Zack. Sehr gut. So, immerhin. Immerhin schon mal was Brauchbares. Da ist auch wieder eine Tür wahrscheinlich mit Falle. Ich bin aber doof. Ich will trotzdem wissen, was da los ist. Und öffne die. You come to find. You come to search. But you won't find the way. A pity. Naja, ich sehe den Weg auf der Minikarte, also ist jetzt nicht so schwer herauszufinden, wo es hier lang geht. Fragen, wie die Statue so sicher sein kann. Einwerfen, dass du ihn vielleicht doch findest, wenn es nützt. Was? Okay. Brachus has willed it. Trompdoi must abide. You have met the unfortunate guardian of this vault. Ah, das sind tatsächlich die Katakomben. Okay, ja gut, dann bin ich die ganze Zeit umsonst rumgeirrt. Aber wir haben immerhin die Insel erkundet in der Zeit. Sagen, dass du das Missvergnügen hattest, ja. Judge him with a forgiving heart. Fate has been unkind to him. Das Schicksal war hart zu ihm. Tja. Do you wish to move forward? Listen closely and make your attempt. Brachus is a bloody, rotten, thieving, very, very awful fellow. Some even call him a cur. A cur is... Ein Hundesohn ist, den Satz mit... Also, ein Hundesohn ist wirklich widerlich verdorben. Verdorben äußerst widerlich. Wirklich äußerst widerlich. Ich nehme mal das Letzte, das klingt am dümmsten. You know nothing. Guess again. Listen closely and make your attempt. Brachus is a bloody, rotten, thieving, very, very awful fellow. Some even call him a cur. Ein Hundesohn ist wirklich widerlich. Wirklich widerlich verdorben. Either you're very good at guessing or the slightest bit. Let's find out for certain. Listen closely and make your attempt. Source is a scourge, a devil, a misery, a blight, a hex, a curse. And yet, the cure is... Dennoch ist die Heilung ein Teufel, eine Geißel, ein Fluch, ein Hexenwerk, ein Elend, eine Geißel, ein Fluch, eine Plage, ein Elend, eine Geißel, ein Fluch, eine Hexerei, eine Teufelei. Ich nehme mal das Zweite. Perhaps you're not totally incapable after all. Or maybe... Danach nehme ich das Dritte. The answers. Is that it? It doesn't matter in any case. The path is open. Go freely. Okay. Ach geil, 3000 EP bekommen. Ich hätte nämlich einfach so versucht, hier durchzukommen, durch die Tür, aber gut. Ja, haha, ich komme ja wieder nicht drüber. Überraschung, ALP, da ist wieder eine unsichtbare Brücke. Sehr gut. Huch, oh, das kam unerwartet. Mal gucken, ob das für nur das Level reicht. Da oben muss noch einer sein. Da ist noch einer. Er ist unsichtbar. Okay. Komm mal bitte hier rüber, Sibylle. Dann dürftest du den dort treffen können, oder? Achso, da war ein Fenster. Okay, das habe ich nicht gesehen. Okay.
nichts machen. Ah, da ist er wieder. Daneben. Sehr gut, da kann ja der Prinz direkt ein paar vor den Kopf hauen. Ah, den hier oben machen wir erstmal breit, dürfte reichen. Jawohl. Sehr gut. Jawohl. Der war gut. Sandor. Achso, die sind auch so miteinander verbunden. Gut. Und zweimal daneben. Astrein, ja geil. Hau den mal. Zack. Okay, nochmal geht nicht. Dann geh bitte mal aus dem... Fuck. Gott sei Dank. Ja, die kann gut ausweichen, ne? Geh trotzdem bitte mal aus dem Weg. Ihre Rüstung erstmal verstärkt. Das passt soweit. Geh einfach mal hier hin. Der braucht plus 2 AP bis hier hin. Na dann. Halt! Nein, 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 da ist doch noch einer. Hab ich ja total vergessen hier. Der lebt ja noch. Ah, okay. Das habe ich verpeilt. Jawohl. Ja, Level auf. Ab. Level auf. Und weg mit dir. Jawohl. 200.000 EP nochmal. Sehr gut. Ach, jetzt kann ich ihn durch looten. Band des Brakkus. Legt verflucht fest. Eine Intelligenz, eine Konstitution. Mantel und Dolch. As you pick up the ring, you feel a cold, dark pain shoot up your arm. Your mind itches. You don't hear, but feel a whisper in your ear. It tells you to slip the ring onto your finger. Hatte ich sowieso vor. Hat nämlich noch keinen. The ring just got tighter. A lot tighter. Kann ich den nicht mehr ablegen? Right. The ring's gone, but not its curse. Shit, der Fluch ist nicht weg. Ah, wie doof. Das habe ich nicht bedacht. So, das war, ne, mal gucken, wie wir das wegkriegen. Das war eine neue Fähigkeit. Mantel und Dolch. Flucht. Ja, ich hoffe, ich krieg das irgendwie wieder weg. Mal schauen. Dann da drüben weiter. Ist hier noch irgendwas? Nö. Schade, vielleicht kriegen wir den Fluch irgendwie wieder los. So, jetzt kommt ein Haufen Kram. That's plenty. Ein Dolch, geil, ein epischer Dolch für uns. Stärke 11, ein paar neue Stiefel. Okay. Er hat noch keine Stiefel. Zack. So, dann identifizier den bitte mal. Magische Taschen. Sibylla hat Identifizierungslupe von Sandor über die magische Tasche genommen. Okay. Wow, 14 bis 15. Junge, Junge. Plus 7% Lebensabsaugung, kann hinterhältig angreifen. Okay. Wo? So, ist der andere mal weg. Cool. Ah, da kann ich was reinsockeln. Wir hatten doch... Oh Gott, wo finde ich denn jetzt die Runen?
Ach so, das Geld war aufgeteilt. Nee, es kommt alles zu uns. Ist das bei Ausrüstung drin? Nee. Haben wir den Fluch, verdammt, das ist echt mies, weil das eine ganze Menge Minus mit sich bringt. Hab ich nicht richtig bedacht. Ach so, den hätten wir auch für die Kreischer benutzen können. Wir haben aber den Winterdrachen. Ja, okay, wusste ich nicht, dass wir Raddeckers Läuterungsstab auch damit hätten. Na gut, hier wird es ja irgendwo noch eine andere geben. Hier in den Katakomben zum Beispiel, nur mit diesem Seelengefäß und tralala. Wir haben das Seelengefäß gefunden? Ehrlich? Wann? Ich muss einen neuen Wirt finden. Okay, anscheinend haben wir das. Gut, dann kann ich die Ringe auch anlegen. Oh, hier Supernova, jawohl. Zauberstab. Shit. Der Fluch. Das ist echt kacke, ey. Hand auf das Gefäß legen. Your mind is pulled to a scene in a tavern. You see a dwarf in the center of the room, joking us all around raw with laughter. All bar the zombies, who are slavishly serving food and drink. The door opens, and a tall, beautiful woman stalks into the room. She's flanked by heavily armed guards. You can't make out her words, but see the fear in the dwarf's eyes. The dwarf mutters a word, and the undead lurch towards the intruder, but are cut down like wheat. The dwarf tries to run, pushing her friends into the woman's path, but is grabbed before she can escape. As she's dragged away to a tower, you hear her cursing Bracchus Rex and his whore. Even when she's thrown inside and the door sealed, you can still hear her shouts. You pull your hand away from the jar, your head swimming. You can feel the dwarf's cold terror still twisting in your gut. Eine gefangene Seele absorbieren. Das Gefäß erstmal in Ruhe lassen, erstmal reden. The vision fades. Ich kann die Feigheit und Gier dieses Nekromanten nur verdammen. She must have been acting against Bracchus Rex for him to have come for her like that. Keeping the dead as slaves? What a disgusting display! She deserved every punishment she got. Being locked in a tower was more kindness than any necromancer deserves. Ich leg den trotzdem erstmal wieder ab. Will den irgendwie nicht dabei haben. Das ist das Seelengefäß von Gratiana. Kann ich so den Fluch vielleicht wieder loswerden? Wenn ich da kleine Donnerrune. You made it all this way. Zustimmen, aber nicht dank ihm, in Fragen, warum er dich unbedingt fernhalten wollte. He trembles and seems to shudder with a quiet sob. I'm cursed, you know. Bloody Bracchus bound me here to protect his vault. He has my soul in that jar just there.
And I can't leave without it. As long as the jar stays unbroken, I can never truly die. Fragen, was er getan hat, um so eine Strafe zu verdienen. I don't rightly know. This was the Source King's way. Befriend you, then destroy you. I was a fool to expect I'd be an exception. His favor was intoxicating. That's no excuse, but it is the reason. Na, wir helfen ihm mal. Zerbrechen mal sein Seelengefäß. Ich hoffe, dass das nichts Böses wieder mit sich bringt. Really? You would? He drops to his knees before you and grabs onto your feet with both hands, head hanging. Thank you. Oh, krass. Noch ein schöner Dolch. Oh, geil. Robe des Wissens. Mhm. Oh, ein schöner Bogen. Auch ein schöner Dolch. Ach, hier ist schon Bogen dabei. Guck mal. Ich nehme mal den Dolch noch mit für Sandor. Hat sie jetzt unten alles bekommen? Mm-hmm. Zack. Sehr gut. So, Sibylle kriegt mal wieder einen Bogen. Ja, doch. Können wir schon machen. Kann ich eigentlich irgendwie Shift-Klick oder sowas machen? Ich dachte mit Shift oder mit Steuerung Klick links. Na gut. Dann halt so. Ja, Level, das machen wir später mal. Rasks. Quicks. Das müssen wir mitnehmen. Das Seelengefäß brauchen wir auf alle Fälle. Können wir das auch noch mitnehmen? Hier. Okay. Ich sortiere nochmal durch. Pass mal auf, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Ich überlege noch kurz, wie wir es jetzt hier weiter angehen. Das war's für heute. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.